Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Wir schauen mal, ob wir hier ein paar Sachen mitnehmen dürfen, ohne dass es wer den Hosenboden langzieht. Jo, schaut gut aus. Wir können eh Sachen gebrauchen. Es ist... Das Leben ist so hart. Aber den Besen lasse ich, glaube ich. Den können die besser gebrauchen als wir. Da haben sie Wäsche aufgehängt. Und ich suche immer noch nach einem Teleporter und habe endlich einen gefunden. Da ist er. Da prallt er vor sich hin. Da thront er. Kleine Farm. Wunderbar. Oh je, da ist jemand verstorben. Fiona. Oh je. Energiespeicher. Oh. Schade. Aber wir haben einen neuen Teleporter bekommen. Das ist schon schön. Was ist denn da oben eigentlich? Schauen wir doch mal, oder? Bevor wir mit den Leuten hier sprechen. Schaut aus wie ein Lagerplatz. Ein Dietrich. Okay, das Buch kann man, glaube ich, nicht nehmen. Ein Campingstuhl. Federvieh. Ein Speer. Aha, noch ein Speer. Plasmazellen. Aha. Nix. Ach, was würde ich für eine neue Waffe geben? Aber dafür müssen wir mal, glaube ich, ein bisschen stärker werden. Oh, da ist auch ein Friedhof. Ratz. Arkasa. Oh, schade. Sind auch Leute gestorben. Drei schon insgesamt dann. Es muss ein hartes Leben hier draußen sein. Wahrscheinlich ist da vorne dieser Hornwolf schuld. Den werden wir auch gleich ausrotten. Probieren. Aber auf jeden Fall mal speichern. Wieder mit einem neuen Speicherplatz. Und ich muss noch was essen. Hoppala. Zweimal verdrückt. Also einmal essen. Einen kleinen Heiltrank nehmen wir noch zu uns. Das müsste mal fürs Erste passen. Und noch was zum Spachteln. So. Was haben wir hier Schönes? Eine Bank, zwei Krüge haben wir noch da. Kleiner Mana-Trank, Elixir-Trank, Heiltrank. So, die Waffe ist gezückt. War du Mistviech, du elendiges. Und oh Quatsch, wirst du Mistviech. Und zack, zack. Zack, 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 und? Na los? Ah, ist schon hin. Okay. Passt. Erfahrung plus 25, sehr gut. Das Wiesenkraut nehmen wir mit. Die schaut auch interessant aus. Aha, Mana-Pflanze. Ja. Gut, gut, gut. Jetzt sind die Bauern hier ein bisschen sicherer, wo der Hornwolf verstorben ist. Schauen wir noch hier. Scheint auch mal ein Feld gewesen zu sein. Elixit. Geldbündel. Elixit. Metallschrott. Und Eisenerz. Gut. Da haben wir noch eine Heilpflanze. Da vorne ist noch eine. Ich glaube eine kleine. Jo. Das für ein grausiges Viech davon. Schaut aus wie ein Affe. So ein mutierter Affe irgendwie. Ekelhaft. Naja. Gut. Ich denke, das hier dürfen wir nicht mehr nehmen. Oder doch? Ich speichere sicherheitshalber lieber. Nicht, dass die glauben, ich will sie ausrauben. Weil, wenn es steht, zur freien Entnahme quasi. Oh. Ein Wort zum Mord von Askor. Ah, das können wir ja auch ein machen. Wort zum Mord an Askor. Thorgal hat Angst vor tiefen Wäldern. Thorgal hat Angst vor tiefen Wäldern. Unwahrscheinlich, dass er eine Leiche gerade dahin verschleppt haben soll. Das stimmt. Das hätte ich mir auch gleich denken können. Du hast mit Askor zusammen die Prüfung angetreten? Wir haben zwar zur selben Zeit die Prüfung abgelegt, aber ich habe ihn kaum gesehen. Zu der Zeit hatte ich genug mit meinen eigenen Aufgaben zu tun. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat.
Vielleicht ist es eh er selber. Boah, das wäre hart. Ja, das ist gut. Und unlogisch. Klopapier und kleiner Heiltrank und Metallschrott. So, kleiner Heiltrank. So, müsste passen. Ah, dazwischen wächst noch was. Schau mal hier. Da auch noch. So, wen haben wir denn da? Knecht Ruprecht. Noch ein Knecht. Was pflanzen die da eigentlich an? Ist das so eine Art Kübis? Mei, eine Vogelscheuche. Aha, wie süß. Ist ja süß. Mana-Pflanze. Ein Bauer. Kleine Heilpflanze. Noch eine Vogelscheuche. Aha, das ist der Verdächtige. Rock. Ach so. Der Setzer ist das. Okay. Rohes Fleisch. Lagerfeuer. Das ist mal sehr gut. Ich denke, wir könnten mal ein bisschen Fleisch braten. 33. Ha! Gerne. 33 Stück, ein bisschen viel. Gebratenes Fleisch haben wir da. Was haben wir hier drin? Ja, ja, das ist alles verboten. Das wird unter Diebstahl fallen. Gehen wir lieber wieder raus, bevor wir Haue kriegen. Hui, dann würde ich sagen, wir speichern kurz. Wieder einmal. Und reden mit diesem komischen Rock. Das wird auch erklären, warum er hier bleibt und auch nicht mehr zum Ding zurückgeht. Ach, der pieselt gerade noch. Hey du, was gibt es Neues aus dem Süden? Du bist ein Mörder. Du meinst Edan? Nein, ich rede von dem richtigen Süden. Die Wüste Tavar natürlich. Was interessiert dich die Wüste Tavar? Der Berserker Askor wurde ermordet. Tokal braucht dich beim Weltenherz. Was interessiert dich die Wüste? Was interessiert dich die Wüste von Tavar? Die Scheiße hier hängt mir zum Halse raus. Mhm. Berserker, Kleriker, allesamt in denselben Sack mit ihnen. Gesetze, Gebote und Verhaltensregeln. Ich sag dir was, scheiß auf die Regeln, scheiß auf Gesetze, scheiß auf die Berserker. Die Outlaws in der Wüste sind das einzig Wahre. Aha, du wärst lieber ein Outlaw? Du wärst lieber ein Outlaw? Ja, auf jeden Fall. Die wissen, wie man in Freiheit lebt. Der Job eines Setzers ist das allerletzte, sag ich dir. Es gibt noch so viele Dinge, die ich gerne sehen will. Mhm. Doch leider stecke ich hier fest. Warum ziehst du nicht einfach los? Du wirst die Reise so nicht überleben. Ah, warum ziehst du nicht los? Warum ziehst du nicht einfach los? Das Problem ist einfach, dass mir die nötige Ausrüstung fehlt. Aha. Trockenfleisch, Wasser und eine entsprechende Bewaffnung. Ohne das Zeug habe ich schlechte Karten. Ich besorg dir die Überlebensausrüstung. Ja? Ich besorg dir deine Überlebensausrüstung. Du würdest mir eine große Last von den Schultern nehmen. Also pass auf, Wasser und Fleisch sollten für dich nicht das Problem sein. Du kommst ja herum. Aber als Waffe brauche ich etwas, das Eindruck schindet. Oberhalb dieses Gehöfts gibt es noch einen weiteren Hof. Dort lungern ein paar Outlaws rum. Und wo die sind, sind auch Waffen. Lassen wir uns mal über deine Reiseausstattung reden. Warte mal, Torgal braucht dich beim Weltenherz. Torgal braucht dich beim Weltenherz. So? Und wenn ich keine Lust mehr habe, herumkommandiert zu werden, soll er sich doch aus Goliath ein paar gesetzestreue Typen rankarren lassen. Mein Weg führt mich in die Wüste, sobald meine Reisevorbereitungen abgeschlossen sind. Mhm. Was wird mit der Eskorte passieren, die dich zum Hof begleiten sollte? Also na, was ist mit der passiert so? Was ist mit der Eskorte passiert, die dich zum Hof begleiten sollte? Ich gebe dir einen Tipp. Viele Klauen, viele Zähne, viel Blut. Konnte meinen Hals noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen und bin zum Hof gerannt. Mhm. Ihre Kadaver verschimmeln sich ja irgendwo in der Nähe oder liegen den Biestern schwer im Magen. Keine schöne Sache das. Aber ihr Opfer hat mir den Arsch gerettet. Du feige Sau. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Soll ich Torgal sagen, dass du nicht mehr für ihn arbeiten willst? Du kehrst zurück oder ich zwing dich dazu. Die Leute brauchen dich.
Andernfalls ist alles so füßig, aber wir haben verloren. Soll ich Thorgal sagen, dass du nicht mehr mitmachen willst? Soll ich Thorgal sagen, dass du nicht mehr für ihn arbeiten willst? Darauf kommt er schon von alleine, wenn ich erst einmal außer Reichweite bin. Dieses verdammte Gemüse ist jetzt nicht mehr mein Problem. Also behellige mich nicht mehr damit. Gemüse. Sehr nett. Warte mal. Wir tun das wieder speichern. Aha, geht noch nicht. Warte kurz. Aber jetzt. Ich bin da ein bisschen, unsicher, ob wir ihm zuerst die Ausrüstung geben sollen und ihn dann wegen Mordes anklagen sollen. Schauen wir mal. Tun wir mal mit Askor und so, ne? Fragen wir doch blöd nach. Der Berserker Askor ist ermordet worden. Echt jetzt? Wow, das ist krass. Wie ist das denn passiert? Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in Goliath. Du kennst Askor. Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Ich nehme an, du warst schon öfter im Wald vor Goliath. Trägst du eine Waffe? Was war vor 3 Monaten? Fangen wir einfach von oben an wieder. Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in der Nähe von Goliath? Ha, das Kaff habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. War immer auf der scheiß Farm. Wo sonst? Und einfach alleine da raus in die Wildnis? Vergiss es. Dazu fehlen mir noch ein paar mehr Fähigkeiten im Kampf. Du kennst Askor? Du kanntest Askor? Ja, wir sind etwa im selben Alter und haben als Kinder oft am Mana-Schrein in der Stadt zusammen gespielt. Kann noch kaum glauben, dass er jetzt tot ist. Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Mann, dafür müsste ich erstmal lesen können. Die lassen einen gar nicht weit die Karriereleiter rauf, wenn du nicht lesen kannst. Askor war derzeit der einzige von uns Setzern, der lesen konnte. Darum war er bei denen auch so hoch angesehen. Ich nehme an, du wärst schon öfter im Wald vor Goliath? Ich nehme an, du warst schon öfter im Wald vor Goliath. Manchmal. Wir mussten aber immer aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Wegen des dämlichen Gesetzes der Berserker und so. Idioten. Als ob man die Leute auf Dauer in der Stadt einsperren könnte. Trägst du eine Waffe? Trägst du eine Waffe? Klar, ein Schwert und eine Knarre. Klein, aber mein. Du bist auf jeden Fall nicht der Mörder von Askor. Scheiße, nein! Wie sollte ich das denn auch angestellt haben? Ich habe monatelang auf der Farm gearbeitet, ohne irgendetwas anderes zu sehen. Eben. Lass uns über deine Reiseerstattung reden. Na, ist alles schlecht, ne? Hab jetzt echt gedacht, der wäre der Mörder. Keiner von denen? Jetzt bin ich echt verwirrt. Lass uns über deine Reiseausstattung reden. Wie viel Wasser benötigst du? Wie viel Wasser benötigst du? Bring mir 8 volle Flaschen. Damit komme ich eine Zeit lang hin. Alkohol lassen wir lieber. Ich brauche einen klaren Verstand, wenn ich auf dem Weg bleiben will. Das ist klar. Wie viele Rationen Trockenfleisch brauchst du? Wie viele Rationen Trockenfleisch brauchst du? Ich denke, ein 50 reicht aus. Also 6 Stück. Will mir ja nicht das Fleisch von den Knochen nagen müssen. Mhm. Kann ich dir nicht irgendeine Waffe bringen? Kann ich dir nicht irgendeine Waffe bringen? Nein. Wenn ich meinen Einstand bei den Outlaws gebe, kann ich nicht mit einem Brotmesser auftauchen. Wenn du also beim Hof etwas einsackst, sollte es schon mächtig Wumms haben. Ich hoffe, die Lauferei macht sich für mich bezahlt. Ich hoffe, die Lauferei macht sich für mich bezahlt. Die Berserker haben mir genügend Splitter mitgegeben. Wenn du deine Sache gut machst, überlasse ich sie dir. Eine Hand wäscht die andere. Das ist gut. Und wegen dem Weltenherz? Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Ach, lass mal das noch derweil. Geben ihm erstmal die Sachen. Und vielleicht schaffe ich ja noch Persönlichkeit, da mich etwas weiter zu bilden. Das wäre ja super. Turas, so. Jetzt wird's kompliziert. Und zwar wegen Askor. Ein Wort zum Mord an Askor. Rock hat ein wasserdichtes Alibi. Er hat Askor nicht getötet. Dabei hatte ich ihn am meisten in Verdacht. Das ist alles Zeitverschwendung. Eure Verdächtigen sind allesamt unschuldig. Das glaube ich nicht. Einer von ihnen muss es gewesen sein. Und wer soll das sein? Jemand, der noch vor ein paar Tagen in Goliath war. Warum? Vertrau mir. Ich bin mir sicher, dass ich recht habe. Barin sagte, er wäre noch vor ein paar Tagen in Goliath gewesen. Aha, siehst du, ich habe es doch gewusst. Dieses miese Schwein. Langsam. Das ist noch kein Beweis.
Der Kerl hat was zu verbergen, da bin ich mir sicher. Wo hält er sich am liebsten auf? Ich habe ihn im Wald getroffen, aber er sprach auch von seiner Lieblingsstelle am Aufzug ins verbotene Tal in der Mitte von Nidan. Da ist es. Da versteckt er seinen Schankfleck. Was soll das sein? Die Mordwaffe? Was hat Darin vor ein paar Tagen in der Stadt gemacht? So ein Unsinn, das ist doch hoffentlich nicht dein Ernst. Was hat er... Ja, machen wir mit der Mordwaffe. Was soll da sein? Die Mordwaffe? Möglicherweise. Oder noch etwas Schlimmeres. Was hat Barin vor ein paar Tagen in der Stadt gemacht? Ich werde es dir erklären, sobald wir den Beweis in der Hand haben. Das ist hoffentlich nicht dein Ernst. So ein Unsinn. Das ist doch hoffentlich nicht dein Ernst. Ich kenne Barin, unterschätze ihn nicht. Er hat es faustdick hinter den Ohren. Barins Lieblingsbrücke und dessen Umgebung also. Wir werden sehen, ob an deinem Verdacht etwas dran ist. Ja, aber warte. Egal, was du dort findest, bring es erst zu mir und öffne es nicht, okay? Warum? Vertraust du mir nicht? Ich fürchte, es würde deinen Tod bedeuten. Tatsächlich. Ich warne dich. Tu, was ich dir sage. Vertraue mir einfach, okay? So schön langsam glaube ich wirklich, dass es er war. Dass es Turas war. Boah, das wäre echt grob. Das wäre richtig grob. Schockschwere Not. Na gut. Das zu dem. Dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was brauchen wir denn jetzt eigentlich alles? Was haben wir denn questmäßig? Was haben wir denn... Halt, warte. Was mache ich da? Hier. Licht ins Dunkel. Das lassen wir mal kurz. Der fehlende Mann. Der neue Outlaw. Da würde ich sagen, werden wir das mal probieren, ne? Auch diese Outlaw-Waffe zu holen. Wird wahrscheinlich nicht ganz einfach sein, aber wir werden das schon hinkriegen. Und zwar, da ist er. Und was haben wir da? Hunters Truhe, verschlossen. 1 von 2. Das heißt, wir haben hier eh unseren Teleporter. Es wird quasi Zeit, dass wir wieder ein bisschen was lernen. Vor allem das Schlösserknacken wäre nicht so schlecht. Da braucht man als Fähigkeit was, ne? Ist das eigentlich, wo ist das eigentlich dabei? Schlösser knacken, hier wär's. Handwerk. Mhm. Schlösser knacken. Schau, wir könnten es uns voll leisten. Jetzt müssen wir nur jemanden finden, der Handwerkslehrer ist. Ich hoffe, dass es da jemanden in Goliath gibt. Rüstungsschmied. Überlebenstrainer. Kommt dazwischen hin. Persönlichkeitstrainer. Kampflehrer. Ja, reisen wir einfach mal dahin. Ich denke mal, im Handwerksviertel quasi wird es wohl jemanden geben, der uns handwerklich ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Oh, ruck. Tap, 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 tap. Schauen wir das uns einfach mal an. Tap, tap, tap. Das dürfte eine Setzerin sein. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo diese Handwerker sind. Die hat wieder kein Gesicht, die arme Wache. Ich glaube, die waren einen Stock höher, oder? So. Ja, es lädt noch ein bisschen. Hoppala, der Ton. Nein. Ach, das war ein Schuss in den Ofen. Dann rennen wir halt, ist doch wurscht.
Wen haben wir denn hier? Waren hier die Heiler, glaube ich, ne? Ja. Dann sind die Handwerker noch mal ein Stück weiter oben. Ah, jetzt kommt der Dom. Wache. Das müssten alles Sätze sein, auch da drüben. So. Hüpf. So. Dann müssten da herüben die Handwerker sein. Setzer, jawohl. So, da herüben müssten sie sein. So. Schauen wir mal, wen haben wir da? Kriegerdeppen. Krieger, Krieger, Kriegerlein. Wer bist du? Ein Werker. Genau, Werker, so hatte man sie genannt, also Handwerker, ne? Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der uns was beibringen kann, das wäre mir echt sehr lieb. Mal klubschen. Servus, ein Werker, noch ein Werker, noch ein Werker. Hey, da ist eine... Dürfen wir die... Oh, die ist verboten. Schade, wer bist du? Ah, hier ist der Rüstungsschmied, okay. Ein Teleporter! Wuhu! Teleportschmiede, super! Hurra, hurra, hurra! Aber da ist jetzt keiner, der uns was beibringen kann, oder? Ob es der Schmied kann? Das wäre zumindest logisch. Da drüben geht es auch noch weiter. Ich probiere es mal mit dem Schmied, vielleicht kann der uns was beibringen. Hallo, Herr Schmied. Was du mir herstellen kannst. Achso, na, der verkauft nur. Meh. Ich brauche doch einen Lehrmeister. Phew. Mal schauen, wo es hier lang geht. Aha, außerhalb von Goliath. Aha. Okay. Tap, tap, tap. Ja, rotz nur rum. Hä? Was war da? Achso, eine Pflanze. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte das Wiesenkraut haben. Danke. Ja, während ich hier rumhirsche. Oh, der Part ist wieder zu lang. Ach, herrje, es ist echt schlimm. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Wie die Zeit vergeht, ist echt arg. Ich versuche hier noch verzweifelt einen Lehrer zu finden, der uns in der Handwerkskunst das beibringen kann. Ich hoffe, ich finde den bald. Und ja, werde dann, sobald ich ihn gefunden habe, weiter mit der Aufnahme machen. Quasi die letzte für heute. Dann, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!